Was können die dafür, die an die Kreuzigung glauben, wenn Allah die getäuscht haben soll? Das ist so eine klassische Frage, die man von Nichtmuslimen bekommt, die versuchen, den Islam zu kritisieren. Ja? Allah sagt im Koran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُ. Sie haben ihn nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Das heißt, Allah hat die getäuscht und sie haben gedacht, sie hätten Isa a.s. getötet. Er ist ihnen aber entgangen. Okay? So. Sie wollen jetzt hiermit sagen, dadurch sind sie in die Irre gegangen. Weil sie jetzt gedacht haben, sie hätten den gekreuzigt. Erstmal, was du aus der Information machst, ist ja dein Problem. Wenn Allah die getäuscht hat, die ihn gekreuzigt haben oder ihn kreuzigen wollten, wer waren das? Das waren die Feinde Gottes gewesen, die versucht haben, ihn zu kreuzigen. So. Und sie haben versucht, ihn zu täuschen und haben es nicht geschafft. Allah hat ihn gerettet. Das ist etwas Positives für Isa. So. Der Pharao wurde auch getäuscht. Er hat gedacht, er könnte durch das Meer durchgehen und ist getäuscht worden und ist das Meer zusammengefallen. Ist Allah jetzt schuldig? Aber was sie sagen wollen ist, sie wollen sagen, die sind ja nur in die Irre gegangen, weil Isa, sie gedacht haben, Isa wäre gekreuzigt worden. Erstmal, was sind unsere größten Meinungsverschiedenheiten mit dem Christentum? Erstens, Trinität. Das ist das A und O, dass sie es erlauben und nicht nur erlauben, Isa anzubeten und ihn anbeten und sagen, er wäre Gott. Das ist das Hauptproblem. Das ist, wo dem Tauhid widersprochen wird. Das zweite ist, dass sie glauben, er wäre für die Sünden der Menschen gestorben. So jetzt. Nur weil jemand gekreuzigt ist, heißt doch lange nicht, dass ich Sündenvergebung erhalte, weil er gestorben ist. Das heißt, nehmen wir mal an, ich hätte keine andere Information, außer, dass er am Kreuz gestorben ist. Nehmen wir mal an, ich kriege keine andere Information. Ich lebe zur damaligen Zeit und auf einmal erzählen alle rum, der ist gekreuzigt worden. Alle erzählen das rum, ich kriege keine andere Information. Übrigens, es gab andere Informationen, das muss man dazu sagen. Es gab andere Informationen, das wissen diese Leute ganz genau. Weil sie behaupten nämlich, dass der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, von einer apokryphen Schrift, das heißt, die nicht authentisch ist, abgeschrieben und kopiert hätte. Das heißt, es gab andere Meinungen. Salman al-Farisi hat den Islam angenommen. Und wir wissen beispielsweise im Barnabas-Evangelium, ja, was nicht das originale Evangelium von Isa ist, steht auch drin, dass er nicht gekreuzigt wurde. So. Aber nehmen wir mal an, du hättest zur damaligen Zeit gelebt. Und du kriegst nur die Information, er ist gekreuzigt worden. Keine andere Information kommt zu dir, außer er ist gekreuzigt worden. Kommst du dann auf die absurde Idee, zu sagen, oh, also wenn er gekreuzigt worden ist, dann ist er Gott? Nie im Leben. Du kommst höchstens auf die Idee, zu sagen, dass er kein Prophet war. Und nicht der Messias war. Das ist das höchste Idee, auf die du kommen könntest. Zweite Sache, kommt irgendjemand auf die Idee, zu glauben, weil jemand gekreuzigt wurde, dass er meine Sünden übernimmt? Nein. Dadurch kommt keiner auf die Idee, dass dadurch die Sünden vergeben sind. Vor allen Dingen, weil es allen göttlichen Offenbarungsschriften widerspricht. Es widerspricht dem Alten Testament, Hesekiel 18, zu 100%. Und jeder Christ, der behauptet, das wäre nicht so, soll zu einem Rabbiner geben und sich diese ganzen Stellen erklären lassen, die teilweise falsch übersetzt worden sind, im Alten Testament der Christen, der kann einem das alles immer erklären. Die Juden haben an einen Messias geglaubt, der kommen wird. Sie haben nie geglaubt, dass die Aufgabe des Messias darin bestünde, für die Sünden der Menschen zu sterben. Da haben sie nie dran geglaubt.
Hätten sie daran geglaubt, dann wären sie doch auf die Idee gekommen, oh, wenn wir den jetzt kreuzigen, dann ist er für unsere Sünden gestorben. Da hat er ja seine Mission erfüllt. Sie haben immer geglaubt, dass der Messias als ein endzeitlicher Herrscher kommen wird. So wie wir Muslime das übrigens glauben, dass der Messias, nämlich Isa und Maria, zurückkommen wird. Das heißt, jemand kommt erst, kommt nicht auf diese zwei absurden Ideen. So, was wäre jetzt mit jemandem, der zur damaligen Zeit an Allah glaubt, an Gott glaubt, einen Gott anbetet, ihm alleine dient, an die Propheten glaubt, an die Bücher glaubt und jetzt bekommt er von Isa nur die Kunde, dass er gestorben ist am Kreuz und er glaubt daran, obwohl er nicht gestorben ist. Geht er in die Hölle? Das ist entschuldigt, der hat keine andere Information bekommen können. Wenn du keine andere Information bekommen hast, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Genauso wie heute, wenn jemand nichts vom Propheten Muhammad a.s. gehört hat. Oder nicht in der Lage war, authentische Informationen vom Propheten Muhammad a.s. zu bekommen. Was sehr unrealistisch ist, aber als Beispiel. Allah sagt im Koran, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَثَ رَسُولَ. Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben, auferweckt haben. Das heißt, wer eine bestimmte Information nicht bekommt, ist entschuldigt. Aber für diese Leute müssen wir die Frage stellen, die damit kommen wollen, das ist ja total leckert. Für die müssen wir die Frage stellen, die sie sich stellen sollten, wenn sie daran glauben, dass alle Menschen laut Römerbrief 5 mit der Erbsünde zu Sündern geworden sind. Und es nur einen einzigen Weg gibt zum Paradies, nämlich daran zu glauben, dass Gott auf die Welt gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Was ist denn mit denen, die nie was von ihm gehört haben? Wo ist die Antwort in der Bibel? Ja, er hat dies und das gesagt. Okay, dann widerspricht das deine Opfertod-Theorie, weil dann gab es noch einen anderen Weg und dann heißt das, dass der Opfertod nicht notwendig gewesen ist und dass es andere Wege zum Heil gegeben hat. Das dazu. Ich hoffe, das war klar und deutlich. Klarer geht's nicht.